Guten Morgen, ihr Jungen und Mädchen. Es ist wunderbar, dass ihr wieder mit uns seid für ein Kids Life. Kinder, es gibt immer etwas zu lernen. Gottes Wort ist reich und hat viele Lektionen für uns und so vieles, was wir lernen können. Heute möchte ich mit euch etwas teilen über einen Held, von dem wir in der Bibel lesen. Ich bin mir sicher, dass ihr ihn sehr gut kennt. Und dieser Held heißt Mose. Mose, wenn wir an ihn denken, dann denken wir an einen wunderbaren Leiter und er hat das Volk Israel regiert in einer wunderbaren Art und Weise und er hat auch Wunder getan. Er hat Gott getroffen oben auf dem Berg. Gott hat ihm die 12 Gebote gegeben. Ja, er war wirklich ein Held. Aber wisst ihr, er hat nicht als Held angefangen. Und wisst ihr, er ist durch eine ganz schwierige Zeit gegangen, bevor Gott ihn gebrauchte. Und oft müssen wir und vielleicht jeder von euch, da wo ihr seid, müssen wir durch schwierige Zeiten gehen. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch durch schwierige Zeiten gehen muss. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn alles einfach schwierig ist. Vielleicht fragt die Mama, dass du dein Zimmer aufräumst. Und vielleicht sagst du, ach nein, schon wieder und ich bin wirklich so müde vom Aufräumen. Oder vielleicht ist es noch ein Tag in der Schule. Und in deinem Kopf ist es einfach Schule, nein, schon wieder. Vielleicht ist es der kleine Bruder oder die kleine Schwester. Und die machen immer dein Lego kaputt und deinen hohen Turm, den du gebaut hast, schmeißen sie um und machen alles unordentlich und es ist einfach schwierig. Und vielleicht sagst du einfach, ich kann das nicht, ich kann nicht mehr. Vielleicht sagst du, es ist zu schwierig, ein guter Junge zu sein oder ein gutes Mädchen zu sein. Und du fühlst, als könntest du einfach aufgeben. Wisst ihr, es ist so ein bisschen wie eine Münze. Vielleicht möchtest du wirklich gerne, dass diese Münze auf dem Wasser schwimmt. Und was denkt ihr, wenn ich wirklich, wirklich ganz, ganz gerne möchte, dass diese Münze oben auf dem Wasser schwimmt, wird sie schwimmen? Komm, wir versuchen. Ich werde es ganz, ganz vorsichtig aufs Wasser legen. Oh nein. Es ist sofort nach unten gefallen. Vielleicht habe ich nicht gut genug probiert. Ich versuche es noch einmal. Ich werde es jetzt ganz, ganz, ganz flach aufs Wasser legen und ganz, ganz langsam. Ich lasse jetzt los. Oh. Ganz geradewegs auf dem Boden. Es funktioniert nicht. Manchmal ist es so. Wir versuchen so sehr und wir sinken einfach zu Boden. Und es fühlt sich an, als wenn wir einfach immer versagen. Wisst ihr, Kinder? Mose fühlte auch so, als ob er ein Versagen ist. Er hat immer versagt. Er hat immer das nicht hingekriegt. Es war schwierig, er hat es nicht geschafft. Und vielleicht fühlst du auch so, als wenn du es einfach nicht schaffst. Aber Mose begegnete Gott in der Wüste. Und Gott sagte ihm,
Ich möchte dich gebrauchen, Mose, um mein Volk aus Ägypten herauszuführen, weil ich habe ihr Gebet gehört. Und Mose hatte Entschuldigungen. Es sah einfach zu schwer aus. Mose sagte zu Gott, wie kann ich, wer bin ich? Ich kann nicht das große Volk, das, diese vielen Menschen, die Israeliten aus Ägypten rausführen. Wisst ihr, was Gott ihm sagte? Mose, ich werde mit dir sein. Und dann sagte Mose, aber was werde ich ihnen sagen? Er hatte wirklich wunderbare Entschuldigungen. Die Menschen wissen ja nicht, wer du bist, Gott. Was muss ich ihnen sagen? Und Gott sagte zu Mose, sag den Menschen, ich bin, wer ich bin. Und dann sagte Mose, aber Gott, die werden mir nicht glauben. Sie werden nicht mit mir kommen. Sie werden nicht mir folgen auf dem Weg aus Ägypten. Mose fühlte ganz entmutigt. Und wisst ihr, was Gott tat? Und Gott sagte, was ist das, was in deiner Hand ist? Und Mose hatte in seiner Hand einen Stab. Und Gott sagt, nimm diesen Stab und tu ihn auf den Boden. Und wir wissen, dass Gott diesen Stab in eine Schlange verwandelt hat. Jetzt hatte Mose eine Waffe, ein Werkzeug. Und ein bisschen später war Mose immer noch entmutigt. Diese Aufgabe, die Gott für ihn hatte, war in seinen Augen sehr, sehr schwer. Und Mose sagte zu Gott, Gott, ich kann wirklich nicht gut sprechen. Ich bin nicht sprachgewandt. Sprachgewandt heißt, dass er nicht gute Worte gebrauchen konnte und Dinge gut ausdrücken konnte. Und Gott hat auch da eine Antwort für Mose. Er sagte, wer hat den Mund der Menschen gemacht? Und er sagte, Mose, jetzt geh und ich werde mit dir gehen und ich werde deinen Bruder schicken, Aaron, dass er für dich spricht. Und wisst ihr, Kinder, Mose fühlte immer noch, als wenn er sank. Im nächsten Vers sagt Mose zu Gott, bitte schick jemand anders. Aber Gott hatte Mose erwählt. Und Gott wollte, dass Mose geht. Und Gott sagte zu Mose, ich bin der Herr Gott. Gott hat Mose ganz genau gesagt, was zu tun. Er hat Mose ganz genau gesagt, was zu sagen. Und er hat ihm auch ganz genau gesagt, wo, wann hinzugehen. Und wisst ihr, das war nicht einfach für Mose. Aber eines hat er gelernt. Er hat gelernt, Gott zu vertrauen. Und das ist, Kinder, etwas, was du und ich jeden Tag lernen müssen. Wenn es sich anfühlt, als wenn wir versinken und untergehen. Und wisst ihr, Kinder, wenn wir Dinge selber machen und aus uns selber und versuchen, dann versinken wir, dann gehen wir unter und wir landen auf dem Boden.
Aber Gott hat uns eine Antwort gegeben. In Kolosser 3, Vers 3, da lesen wir, dass wir uns in ihm verstecken sollen. Er sagt, wenn wir unser Leben ihm geben, dann sind wir versteckt und geborgen in Jesus. Und wisst ihr, Kinder, ich denke, Mose hat das gelernt. Am Ende können wir wunderbare Dinge lesen, wie Gott Mose gebrauchte und wie Gott mit Mose sprach. Ich denke, Mose hat das gelernt. Ich kann euch das hier in ein Beispiel nur ein bisschen klar machen, was es heißt, wenn wir uns in Christus verstecken und in ihm sind. Wenn ich diese Münze in die Flasche tue und dann mache ich es zu. Jetzt ist die Münze in der Flasche und jetzt ist es nicht mehr ich selber, die versucht, diese Münze aufs Wasser zu legen. Guckt mal, was geschieht, wenn ich jetzt die Flasche aufs Wasser lege. Da ist kein Problem, da oben auf dem Wasser zu bleiben. Da ist kein Problem. Die Münze ist auf dem Wasser und selbst wenn ich versuche, sie unterzudrücken, nein, sie kommt immer wieder hoch. Und das ist es, wenn wir in Christus versteckt sind und in ihm sind, dann werden wir nicht untergehen und traurig werden und müde und entmutigt. Nein, der Herr Jesus wird uns helfen, oben zu bleiben, auf über den Dingen zu stehen und oben drauf zu sein. Denkt daran, wo wir sein müssen. Wir müssen in Christus versteckt sein und das möchte ich euch mitgeben. Denkt daran, nächstes Mal, wenn ihr entmutigt sein wollt, dann denkt daran. Und wie Mose, wir werden vielleicht einmal Menschen dich angucken und sagen, ja, dieses Kind wandelt mit Gott. Es geht mit Gott jeden Tag, jede Stunde. Schließt eure Augen, kommt, wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns lehrst. Danke, dass wir uns in dich verstecken können. Und in all den Schwierigkeiten, in all dem, was uns geschieht, kann uns nichts passieren, es sei denn, wir sind allein. Aber wenn wir in dir sind, dann sind wir sicher. Segne jedes Kind, das heute zuhört. Amen. Thank you.